çok teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için söyleşiyi. Şimdi küresel çapta çok korumacı politikaların yükseldiği bir dönemdeyiz bildiğiniz gibi. Şimdi bu süreçte Türkiye ve AB, Avrupa Birliği'nin ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi için neler yapılması gerekiyor size göre? Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine ist Europa wachgeküsst quasi und hat erkannt, dass wir stärker zusammenarbeiten müssen, dass wir unsere Verteidigungsausgaben steigern müssen und dass wir uns eben ganz stark aufeinander verlassen müssen, einschließlich der Beziehung zu Amerika. Das hat Europa verändert und wird erhebliche Konsequenzen haben. Die NATO wird größer, die Ausgaben für Verteidigung werden höher und wir stehen jetzt einfach zusammen. Wir haben die Überzeugung, zusammen können wir der Flut widerstehen. Einzeln würden Nationalstaaten davon mitgerissen werden. Die Türkei ist eine enorm starke Volkswirtschaft. Sie ist eine Brücke Richtung auch des islamisch-arabischen Raums. Und sie hat einfach Potenziale, die für Europa interessant sind. Es gibt enge Vernetzungen beispielsweise zwischen der deutschen und der türkischen Wirtschaft. Und wenn jetzt die Türkei ein paar Voraussetzungen erfüllt, nämlich Richtung Rechtsstaatlichkeit, Justiz, Unabhängigkeit der Justiz, Richtung Finanzpolitik, Solidität, dann kann sie die Voraussetzung erfüllen und dann sollte Europa die Türkei in die Europäische Union aufnehmen. Ich bin davon überzeugt, dass beide, die Türkei und Europa, davon profitieren würden. Çok teşekkür ederiz.